Willkommen zurück zu Arx Fatalis. Mit der Arx Libertatis und der Extended Mod richtig gut. So, wir sind im eigentlichen Pilzwald oder so hieß das, glaube ich. Genau. Ebene 7. Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Und zwar haben wir das letzte Mal hier den Zuhark bekommen. Die Fälschung haben wir da gelassen, haben uns den Zuhark geholt, diesen lustigen Ring. Einer von zweien. Tragen wir den? Oh, wir haben ihn verloren. Wie unangenehm. Ach nee, also. Der Zuhark. Ja, jetzt mal überlegen. Wieso tragen wir keine Waffe? Bin ich von allen guten Geistern verlassen? Ist gefährlich, Junge. Ah, wir tragen auch keine Ringe. Stimmt, wir haben ein bisschen Dämonen beschworen. Ups. Direkt in Arx. Das war vielleicht nicht ganz so intelligent. Aber naja, ein bisschen rumprobieren muss man auch und so. Ring der Intuition. Sinnesschärfe plus 10%. Hieße plus 5. Sinnesschärfe plus 5. Man könnte natürlich das Ganze auch anders machen, indem man sagt... Wir brauchen auf jeden Fall... Die Maske haben wir auch noch. Die gibt uns was? Nichts. Aber in dem Meisterring, der gibt es eine Konstitution. Ach, Moment mal. Konstitution 1. Und das hier bringt dann gar nichts. Hatten wir nicht irgendwie einen besseren Sinnesstärke-Wert dadurch? Nee, ne? Moment. Schade, dass die alle gleich sind, die... Ach, okay, das war nur Konstitution, dass wir die Maske tragen können. Dieser merkwürdige Ring, aber okay. Kann man sich das ja schenken. Und Sinnesstärke macht die wirklich 52 aus? Das wollen wir gleich mal testen. Nächster Test. Giftresistenz kann man wieder zu den Ringen... So, den ziehen wir aus. Wo ist er? Zauberring, Regenerationsring. Moment, heißt Regeneration die Mana oder heißt das, das müssen wir auch testen. Ist es Lebensenergie oder... Und, geht die Haltbarkeit runter, während er regeneriert? Ist auch noch eine Frage, die man sich stellen muss. Mal gucken. Was haben wir denn? Oh, Dämonenbeschwörung. Ja, jetzt können wir sie zaubern, weil wir die Klamotten wieder anhaben. Beziehungsweise ein Ring und die Waffe. Jetzt mal gucken. Wir wollten einen Feuerball oder so. Genau. Feuerball war Schuss nach rechts. Dingens und weg damit. Also quasi erleuchten oder sowas. Erhellen. Nee. Das sind unsere eigentlichen Werte. Nehme ich mal an. Das heißt, der kann wieder... Das ist wahrscheinlich Lebensenergie, ne? Dass die Lebensenergie sich regeneriert oder so. Deswegen ist er ein bisschen... Ja, rot ist er nicht. Ring der Unsichtbarkeit wollen wir auch nicht. Sind wir sofort unsichtbar? Tatsache. Ah ja, und er verliert sofort an Haltbarkeit. Das war ja klar. Das war ja klar. Das ist also quasi ein Unsichtbarkeitstrank, den wir hier haben. Und bevor er zerbricht, schnell auslegen. Ausrüsten, nicht ausrüsten, sondern ent... Einrüsten vielleicht. Wer weiß. Dann ist alles wieder gut. So, wo ist denn der Ring? Der Konstitutionsring. Ne, der Ring, der super ist. Sag mal. Immer so viele Taschen. Der hier. Sinnesschärfe. 7 Stein. Von 52 auf 57. Nicht gelogen. Okay. Okay, okay, okay. Bringt aber nicht so abartig viel, ne? Packen wir lieber Schmuck zu Schmuck. Hau das mal ein bisschen weg. Braucht kein Mensch den Quatsch. Das wird er nicht. Oh Mann. So vielleicht. Fein am Schalgar. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Zauberring bringt die Intuition. Sinnesschärfe. Naja, die 5 Punkte. Ja, ist vielleicht gut, wenn man viel davon hat. Wenn es von 100 auf 110 ist, vielleicht ist er noch besser. Sogar doppelt so gut. Zauberring. Konstitution. Was bringt mir das denn? Gar nichts. Bestimmt ihre Lebenspunkte. Oh, okay. Wie viel haben wir denn? 54? Sollten wir vielleicht auch mal testen. 54. Wie viel gibt der mir denn? Der Konstitution plus 1. Wo habe ich ihn denn hier? Wo ist er? Da ist er. Achtung, warte ich. Und? 63. Konstitution. Giftresistenz. Schwere Rüstungen. Verteidigung. Ja. Ist ganz. Nee, sogar wirklich besser als mein Magiering, weil ich kann ja sowieso alles zaubern. Ich bräuchte einen, der hier die Astralverbindung erhöht, nicht die Magie.
plus 10 Astralverbindung, da wäre ich dann tatsächlich dabei. Aber dann wird sich die Geschichte auch besser regenerieren. So, was ich eigentlich erzählen wollte, war folgendes. Ich habe den Sohak, okay. Begegnete Mädchen, bla bla bla. Sie wird mir den Krahotz, das andere Ding, geben. Also sie hat den, wenn ich einen Schild für sie finde. Er heißt Schild der Ahnen und soll in der zweiten Ebene der Krypta liegen. Festhalten, ich habe den Sohak, ja. So. Zweite Ebene. Wir sehen auf Level 6 der Schild der Ahnen. Das wird dann wohl die zweite Ebene sein. Die erste wird dann Stufe 5 sein. Oder habe ich einen an der Waffel? Erster Level, zweiter Level, Schild der Ahnen. So. Hier kommen wir nicht durch, haben wir schon getestet. Alles mögliche mit Magie ausprobiert. Beziehungsweise mit der ganzen Illusionsmagie und Erkennen und Machen und Tun und Sinnesschärfe. Ja, hätte man noch steigern können, aber ist egal. Gibt ja 10 Punkte. Egal, wir hätten auf jeden Fall was erkannt. Denn wir haben gelernt, je mehr Sinnesschärfe wir haben, desto violetter werden die Sachen markiert. Ansonsten sehen wir so halt, ja, sehen wir so grau ausgegraut oder graue Wände, Umrisse und so weiter. Es wird nur immer deutlicher, aber wir erkennen das Zeug auch so schon. Also ich schätze mal auf 5 im Süden irgendwo was finden. Das ist so mein Plan. Vielleicht gibt... Ach, Moment mal, hier ist ja sogar der Zugang gewesen zu... Von 5 auf 2. Moment. Stimmt doch gar nicht. Von 5 auf 4 war das, genau. Hier war nämlich der Zugang. Ne, hier. Da sind wir von 4 auf 5 gekommen. Und von 5 kämen wir dann hier unten irgendwo auf. Irgendwo in dem Bereich. Wobei, es könnte überall sein. 5. oder 6. Level. Da ist ein Aufstieg. Ich weiß es nicht. Aber hier sind wir, glaube ich, falsch. Denn wir sind jetzt bei 7. Aber es kam doch die Nachricht hier von wegen, ne? Hier sind wir jetzt gerade. Schau mal hier im Zentrum und da sind wir. Hier haben wir eine kaputte gefunden. Und da stand irgendwas von den Kristallhöhlen. Was haben die doch gesagt? Sie sagten, wir sehen uns in den Kristallhöhlen. Wir haben neue Instruktionen für euch und Vorsicht, jemand könnte von unseren Plänen wissen. Ich bin ehrlich gesagt vollkommen überfordert geistig. Ich habe keinen Plan, was die eigentlich von mir wollen. Wo muss ich hin? Alles sehr... Mega. Mega... Irgendwas. Morvis, komm. Z. So ist fein. Denn hier gibt es irgendwo irgendwas. Hier waren die kleinen Rattengesichter, die haben wir alle umgelegt. Oh, sehr schön. Silberring und Halskette. Wir haben die noch gar nicht ausgeräumt. Moment, Goldmünze oder ein Goldring? Sehr gut. Die, genau, die haben wir von oben nämlich weggeballert, die Viechers. Aber dort scheint es nicht mehr zu geben. Oder? Das ist der Pilzwald und nicht der Kristallwald. Frage ist, ist der Kristallwald unter dem Pilzwald? Das kann sein. Aber das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, okay, das kann ich mir eigentlich wahrscheinlich schenken, oder? Jetzt hier zu schauen, ob da irgendwas ist. Vor dem Tempel, irgendwo im Südosten. Was meint ihr schon? Ah, war ich da oben schon? Jemals? Da kam ja auch hoch. Genau, hier war ja auch irgendwas. Das ist garantiert der Hinterausgang. Ich wette, so kommt man hier raus. Ja, ich glaube, das Huhn habe ich erschaffen. Als ich einen Dämon erschaffen wollte. Mittlerweile gelingt es uns. Und das ist natürlich... So lala. Moment. Ist hier irgendwo wieder so eine Vertiefung vielleicht? Ja, ja. Bock. Sieht schlecht aus. Ob diese Belüftungssysteme wirklich einen Sinn ergeben, weiß ich nicht. Haben die irgendeine Bewandtnis? Oder stehen die einfach nur rum, weil sie... sonst nichts zu tun haben. Und wie kommen wir da hoch? Jetzt habe ich irgendein Ei. Ah! So einfach. Interessant, okay. Ich kann aber Licht anmachen. Haben wir denn Licht? Ich weiß nicht, wir haben Nachtlicht, ja. Nachtsicht. Entzünden mal. Ja, dann machen wir das. Mega D. Mega Visa. Ja, da kann man wenigstens
megamäßig was sehen oder so. Fackeln. Knochen, Schädel. Okay, Fackeln kann ich mir sparen. Grund dürfte klar sein. Alle hopp. Und hopp. Da hinten vielleicht. Da ist schon wieder so eine Ratte. Ja, pass auf. Wir können mal einen vorbereiten. Einmal. Zweimal. Ich hatte mich nicht so viel... Naja, ist jetzt mal ja so leicht durch die Dämonenbeschwörungsgeschichten habe ich einen Platz dafür aufbringen müssen. Oh, da ist irgendwas. Hopp. So, ist fein. Oh, schwere Steine, die guten. Oh. Ring des Fluchs. Toll. Wieso liegt der da? Wieso ist sowas Tolles so doll versteckt? Das verstehe ich nicht so ganz. Kann es sein, dass wir schneller regenerieren als, das Mana frisst? Das kann gut sein, oder? Ich glaube auch. So, zack. Jetzt kriegt er eins aufs Hirn. Na? Da brennt noch was, aber ich weiß nicht, ob es gereicht hat. Falsch. Komm. Dar. Ah. Ach Gottchen, die gab es schon viel früher hier. Die Kaom, die haben wir doch im Tempel gefunden erst. Oh Mann, hoffentlich habe ich nicht viel zu viel fallen lassen. Weil noch einige Sprüche für den ersten und zweiten Zirkel fehlen. Den ersten haben wir. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Da geht's aber durch. Dann vielleicht doch von oben. Hm. Na? Mega Mobbys. Richtig. Hm. Dann wollen wir doch mal den Teleporter benutzen. Das ist ganz schön nervig, ne? Und ich glaube... Oh, das geht auch noch ganz, ganz, ganz langsam runter, weil die unsere Astralkraft so hoch ist. Tor zu den Kavernen. War das 5? Ich glaube, ja. Tor zu den Kavernen. Was für Kavernen? Weiß man's? Wir können mal die Fackel benutzen. Oh, hier ist schön still. So. Vielleicht direkt hier. Warum in die Ferne schweifen, ne? Ja, weil es ja nichts gibt, deswegen. Ah, ja. Vielleicht. Wie ist es hier eigentlich zu? Aber ich meine, hier geht es wieder zu den... zu den Goblins und so, ne? Oder sind wir hier unterhalb des Sees? Sieht alles ein bisschen nach skelettig... Katakomben und so aus. Krypta vielleicht. Hm. Vielleicht auch nicht. Oder müssen wir wirklich zu den... Sind wir wieder beim Fluss, ne? Ja. Ah. Oh, Moment, wir haben das... Hatten wir vielleicht nie einen Schlüssel hierfür? Ja. Oder ist das auch wieder so ein... ein Rückweg vielleicht? Müssen wir hier den Dolch einsetzen? Wir waren hier schon mal, dann ist das hier aufgegangen. Das war wahrscheinlich der... Schlüssel, den wir hier gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Ist ja schon ein paar Tage her. Die kann man nicht drehen. Da ist nirgendwo was versteckt, oder?
Sieht nicht so aus, nein. Oder im Wasser vielleicht, wo kein Mensch nachschauen würde. Warum liegt da eigentlich eine Leiche im Wasser? Ich weiß es nicht. Ist da vielleicht ein Durchgang? Eigentlich nicht, oder? Nein. Die beiden markieren auch keinen Eingang. Krypta. Zweiter Level ist auf Stufe 6. Das heißt, auf Stufe 5 müsste der erste Krypta-Eingang sein. Aber ist nicht in der Arx da oben die Krypta? Aber da haben wir auch keinen Schlüssel dafür. Wir können höchstens wieder den Chef nerven und was erzählen, von wegen wir würden gerne runtergehen. Ja, da kommen wir durch. Oder wir müssen uns wirklich da durchschleichen. Hallo? Achso, das letzte Mal wurden wir ein bisschen weggeschleift. Ich verstehe. Genau, da war der Händler hier drin. Das trifft sich gut. Du kannst mal unsere Rune an dich nehmen. Die haben wir nämlich schon. Danke. Unsichtbarkeitstrank. Ja, wir können es nochmal versuchen, uns da durchzuschleichen. Aber die wollten uns doch die Ruhe in die Hand drücken, oder nicht? Sobald wir den Schild der Ahnen gefunden haben. Aber wenn das wirklich die Aufgabe ist, die ich zu erledigen hätte, können wir machen das einfach mal. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Wache nicht da ist. Oder dass sie mich nicht bemerkt. Waschbecken. Okay. Ich denke, wenn ich einen Turbo drin habe, dann kann ich nicht schnell genug. Da oben würde ich gerne hin. Aber wenn die mich erwischen, geht es aufs Mäulchen. Deswegen lasse ich das mal. Hopp. Haben wir genug Mana, um da durchzukommen? Ah, where did he go? Bisschen Mana sparen. Muss ich hier schleichen? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn zumindest durch die ganze Sinnesschärfe-Geschichte, sehe ich ihn ganz gut da hinten. Oh oh. Das war nicht richtig. Was nach links? Dann was? Ja, frag, ob es nach links geht. Hier geht's rein. Ah. Genau, hopp los ab. Okay. Das hat ja echt schon was von Sief, ne? Dass wir uns hier durcharbeiten müssen. Wie geht die Tür auf? Ein Schalter vielleicht? Oh Mann, ich Idiot, hab das Ding angelassen. Ich denke mal, Sinnesschärfe ist ganz wichtig für einen Dieb, ne? Dass er sieht, wo kommt der Feind. Das ist ja so klar. Hier ist sogar noch eine Falle dran. Ach, die sind verfallt. Jetzt mal versuchen. Oh, so sieht er uns aber. So nicht.
wieder zurück zu seinem Platz, okay. Können wir ein bisschen rumfuhrwerken. Allerdings mit Segen wäre es natürlich noch besser, ne? Vielleicht würde das dann auch was nützen, was ich hier tue. Das ist zu kompliziert für mich. Zu kompliziert. Was macht der Schalter? Ah, das ist das, okay. Oh oh. Das ist nicht allen Ernstes der. Zurückkehren. Jetzt, da ich den Kraharz und den Zorak habe, ist es für mich an der Zeit, zum Akbar-Tempel zurückzukehren und diesen Meteor ein für alle Mal zu zerstören. Ich habe nicht mehr so viel Mana. So, was ist es? Okay, das ist natürlich doof. Das war nicht so intelligent. Bin ich da oben hängen geblieben, ey. Ja. Wieso hat er mich denn gerade eben nicht gesehen? Ja, das stimmt. Jetzt haben wir das dumme D. Mein Gott, Walter. Okay. Ich bin wieder sichtbar, ne? Ja, nicht so gut. Wie lange hältst du einen Trank? Hoffentlich frisst er keine Mana. Um rechts also rot. Oh oh. Erst wenn ich es loslasse, funktioniert es. Wir warten, bis er. Zwar gerne, aber keine Chance. Soll ich es schnell machen? Interessant, ne? Mit dem. Alles klar. So, wir haben es uns erstohlen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich hoffe mal, es war trotzdem okay. Alles klar. Sehr schön. So eine Runde. Der Meisterdieb Ach ja. Mhm, so, so. Und weg sind wir. Ich glaube, das ist eine ziemlich dumme Idee gewesen, aber ich hoffe mal, dass es trotzdem noch machbar ist. Tja, sonst muss ich mal ein bisschen laden, aber das kriegen wir schon hin, oder? Dürfte machbar sein. So, wir haben beides, das heißt, wir müssen wohin? Zum Tempel von Akbar. Das heißt, Stufe. Müssen wir da hin? Goblin-Außenposten vielleicht bei 3. Und dann nach Norden. Ja, das erscheint mir als der allerschnellste Weg. Haben wir ja wieder ein bisschen Mana. Das heißt, was? Moment, das ist eigentlich der Goblin-Außenposten, oder? Da war der andere aber besser. Wo war der denn? Bei 2. Bei 2 ist der.
genau. Das war nicht gut. Zählen kann man. Der große Einsturz. Ach ja, bei dem Eisdrachen, ne? In der Nähe. Bin ich unten? Jo, das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Kriegen wir aber trotzdem hin. Der Gru. Friend Gru. Aber wir haben keine Zeit. Hat sich ein tolles Plätzchen ausgesucht hier mit dem schönen, frischen, fließenden Wasser. Ist mir hier richtig? Genau. Links einmal ums Eck. Einfach nur schon nach Norden latschen und schon sind wir da. Und dann können wir den Meteor vernichten. Jetzt haben wir nicht beides. Vielleicht sollten wir es mal anlegen, oder? Bin ich auch. So, einmal. Das andere. Zweimal. Alles klar. Ein versteckter Knopf. Ja, jetzt kann man es auch nutzen. Naja, von mir aus. Oh. So, ich soll mein Leben geben für diesen Akbar. Oh, oh. Hat der irgendwie hingerotzt, während der da betet, oder was? Ach ja. Tja. Und anhalten, bitte. Der hat's hinter sich. Wurden die alle neu gespawnt, oder was? Offenbar nicht. Gut, dann hau weg das Ding. Ah, Moment mal. Achso, nee, war der Ausgang. Okay. Hab nichts gesagt. Boah, gar nicht laut. They'll tell the council of our victory. We should be able to return to the Noden now. So, was war das für ein Staub? Silberring? Wir haben einen blauen Staub aufgesammelt. Oder war es einfach nur blauer Magie-Staub? Standardstaub, oder was? Hm. Okay. Okay, okay. Wir schauen mal, was steht drin im Journal. Der Meteor ist zerstört. Akbars Plan ist durchkreuzt. Aber Silip Nurat hat mich seltsamerweise nicht in den Noden zurückgerufen. Ich muss ins Königreich zurückkehren und selbst einen Weg finden. Ja, ist schon seltsam, ne? Wieso hat das nicht geklappt? Und wieso geht... Ich meine, wieso geht's Falke da nicht mehr? Ist kaputt, oder? Ging das vorhin? Ah. Ein versteckter Knopf. Oh, der ist aber gut versteckt. Junge, Junge. So, dann schnell... Oh, psch. Very well, Guardian. I see that you have rejected my generous offer. Perhaps our next meeting will see you bitterly regretting your decision. Did you really think that destroying this meteor would stop my incarnation? The remaining channel is just enough for me to follow. I may not have the strength that the sacrifice of these pathetic followers would have given me. But when I arrive, my energy will quickly grow strong with all these souls to drink. Tja, der kommt bald. Das ist natürlich schlecht. Was machen wir da? Was machen wir da nur? Ich würde sagen, wir hauen ihn um. Komm. Mega Morbis, genau. Stufe 7. 15.000 noch. Okay, ich glaube, da müssen
noch ein, zwei Aufgaben her. Das sind ein paar Fetch-Quests oder so. Sonst wird es hier nämlich eng. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Spiel noch ist. Oh Gott. Mhm. Toll, du hast es gemacht, Gru. Hallo, Gru. Hallo, Gru-Friend. Me happy to see Gru-Friend. Ja. Bäuchlein kraulen. Wir müssen zurück zum Chef. Stadt Arx. Festung Arx. Ja, die Krypta haben wir auch noch. Oh Gott. Schild der Ahnen können wir jetzt, glaube ich, uns die Haare schmieren, oder? Oh, vielleicht hätte ich mit Carlos reden sollen. So, das ist eine komische Musik, hä? Na? Na? Komm schon. So, das ist richtig. Ich geh jetzt den geheimen Dolcheingang oder sowas. Dolch. Irgendwas? Ah, genau, Carlos. Vielleicht muss ich mit Carlos reden. Oh. Oh oh. Der Feind. Naht. Einen habe ich noch im Sack. Wie unangenehm. Also die Stadt wird angegriffen. Das ist schlecht. Hör zu. Verdammt. Ja, das ist sogar sehr schlecht. Wir müssen mal ganz kurz fliehen. So ganz leicht. Wow. Ja, Wunden lecken. Mega vital. Wie krass. Okay. Ich glaube, da müssen wir ganz kurz uns vorbereiten. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Die Stadt wird angegriffen. Wir müssen sie verteidigen. Das heißt, oh, das ist sehr gut. Ja, gerade eben haben wir noch gemeint, von wegen, wir müssen noch Energie sammeln. Quatsch. Erfahrungspunkte sammeln für die nächste Stufe. Da haben wir doch einfach so ein paar Isilden-Freaks um. Können wir denn eigentlich die Sounds schon zaubern? Ohne Mana? Vorbereiten geht immer, ne? Ja, selbstverständlich. Sauber. Das heißt, das nächste Mal geht's dann in die Stadt Arx und dann werden wir dann mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht haben wir die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Vielleicht kommen wir jetzt auch gar nicht mehr zum Carlos, dass der uns in die Krypta lässt. Ich hoffe mal, es ist noch möglich, dass er uns den Schlüssel in die Hand drückt. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal, dann geht's hier richtig rund. Knisterst du? Ja, so ganz leicht. Tja, und damit schauen wir ins Licht, freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Arx Fatalis. Bis dahin, ciao, ciao.